Das ist aber auch spannend, wieso das alles so passiert und trotzdem niemand irgendwie jemand was richtig erklärt und sagt und irgendwie so nur. Also. Hello? Und das ist sowieso strange, dass wir uns jetzt reinschleichen, um die Nummer von Sarah rauszukriegen. Und nicht einfach fragen. Hybridort. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Wir gucken mal, also, ne? Schneekugel. Schütteln wir. Angeles. In trouble. It's the big one. Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Harter Preis. Best dad. That stuff is all politics anyway. Gerade kaputt gemacht? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Ich weiß, was abgeschlossen ist. Mickey! Mikey! 9.5. da. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Du sagst viel Glück da draußen. Danke. Ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Oh. So eine Nachricht zu kriegen, ey. Max, ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du es fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinen Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein. Und irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich muss sagen, ihre Familie ist echt klasse. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. Erstmal die Akte, die auf dem Tisch liegt. James sure keeps lots of files on people. Gerald. Gott. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Es war auf der Konstellation von den ganzen Menschen gab es auch einen Sheldon Dorf. Welcome to Shadyville. Ja, aufmachen. Handy oder ein Diktiergerät? Ein Handy. Sarah sent all these letters and James never gave them to Rachel. Wow. So messed up. Ja, es ist so verdreht.
An meine Rachel. Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass ich dich aufzugeben, der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen. Auch was am allerwichtigsten ist. Dich. Doch jetzt bin ich an einen Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Es ist mehr, als mir zusteht. Das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gerne versuchen. Bitte lass dir Zeit. Und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. Liebe Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidung. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorne anfangen. Ich will es, mit all meiner Macht. Liebe Sarah. Im Stapel liegen mehr als 10 Briefe. Ja, das stimmt. Oh, wie romantisch wäre er nicht von der Mutti. Von der leiblichen Mutter. Wunderschöne Rachel. Ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme. Diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Das ist das, was ich meinte, ne? Ich bin so gespannt, ob die Geschichten sich ähneln. Irgendwie. Na, egal. James. Ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay, in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Als du noch irgendwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah. Oha. Kostermann und Shapiro, Familienrecht, Unterlassungsaufforderung. Oh je.
Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihrer gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treue des Glaubens regieren müssen. Wer hat gesagt, dass sie 19 und 21 sind? Die sind anscheinend noch nicht volljährig. Und sie hat auch vorhin 15 gesagt. Ist sie 15? Sind wir hier 15? Im Namen meiner Klientin fordere ich sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderungen des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageeinreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon, Satzung 42.4b, Tillamook County Sozialdienst resultieren wird. Dieser Brief stellt ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro, LLC. Hm. Spekulationsgespräche. So, this... Looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story. Das hat er vergessen zu erwähnen. $3,000 im Monat. Ungültig. James Amber. Wird ungültig? Zahlbar an Sarah Gerhardt. Betrag 3.000 Euro. $3,000. Sie hat sie nicht mal eingelöst. Ungültig. Ach, und es lag ein Handy drin. Es lag kein Handy drin. Ein Klapphandy. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Geil, das Handy hat noch Strom. Das ist ja das Kommunikationsmittel. Voller Akku, ja. Das ist ja kein altes Handy, was er gefunden hat, sondern das ist ja quasi ein No-Name-Handy in der Schublade für den Kontakt. So. 21.04. Wir haben es übrigens 2010. Das heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Das ist nie eine gute erste Nachricht. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ah, er hat sie angeschrieben. Das heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Da ist ein bisschen Zeit dazwischen. 27.04., 4.05. Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Das ist von heute. Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts. Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Der Vater hat Kontakt mit dem Demon. Mit dem Typen. Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. James is working with Damon. Es ist wild. This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on. I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Ach, wir schreiben ihm jetzt. Dafür wirst du büßen. Ich weiß nicht. Das ist die richtige Antwort. Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Oh Gott, die schreiben so schnell. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder ein kleines Problem führt zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht?
Scheiße, er wird erpresst. Shit. What do I say? Nichts. Du zuerst. Hab ich. Mich hab ich. Ich weiß, dir ist das alles neu, also lass ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Ist zu groß für mich. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Jetzt gucken wir uns die ganzen Akten an. James sure keeps lots of files on people. Aber anscheinend nicht diese Akte. Sheldon. Haben wir ja schon, ne? Why do I feel like I've heard that name before? Jo, na, na, na. Schublade. Die Sachen, die draußen liegen, haben wir uns ja schon angeguckt. Obligatorische Schnauzlasche. Graffiti? More sherry. Über meine Cherry. Ich dachte nicht, dass sie die Schubladen anschmiert. Secret Booze Stash. Na gut, wir haben einfach den wahrscheinlich unglaublich teuren Eichenschreibtisch mit einem Edding drauf geschrieben, dass in dieser Schublade der Schnaps ist. Verbrechensbericht. Ja, nun. Dinge passieren. Polizeibehörde Arcadia Bay. Anzeigenerstattung. Klage Nummer 3888. Art der Klage: Tätlichkeit. Zuständiger Beamter: Sergeant Alex Keller. Abzeichen Nummer 521. Name: Damon Merrick. Alter: 31. Geschlecht: männlich. Größe: 1,83. Gewicht: 82 Kilo. Glaube ich. Haarfarbe: Brown. Augenfarbe: Brown. Ethnische Zugehörigkeit: Kaukasisch. Okay. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt: Art des Vergehens: schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit: 22.15 Uhr. Datum des Vergehens: 12.04.2010. Ort des Vorfalls: Tumnus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigung: Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuhe wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Wir suchen also einen Handschuh. Das sieht nach so Asservatenkammer aus. This must be what Damon was talking about. Check. Shit. Wenn das Fernsehen mir irgendwas beibringt. TV has taught me anything. These babies will be swimming in DNA. Opfer: Ellie Foran, gesichert vom Officer Annie Jatis. Beweisbeschreibung: Lederhandschuh. Fundort: Tumnus Sägewerk. Das ist das Beweisstück. Das wissen wir von der Anklage. War da. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Das Messer. Nee, das ist der Handschuh. Der Handschuh ist es. Wir machen ein Bild vom Handschuh. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Kann man denn so schnell schreiben? So. Ich weiß, hier ist alles neu, also lass ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Ich warte.
Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mach mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. Wenn ich rauskriege, wie? How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Wir können auch einfach... Achso, wir haben die Handschuhe schon. Das ist echt nicht cool, wie was wir hier machen. Das ist wirklich nicht cool. Ja, Handschuhe verbrennen, ja. Komm. Oh no. Das nächste Feuer gelegt. Das klappt nicht. Das ist doch ein Lederhandschuh. Egal. In einem Holzeimer? Hm. Uff. Better not touch that again. Nicht so schnell, nicht so schnell. Wo sind wir? Du hast dich drum gekümmert. Gut. Also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Schluss jetzt. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage, weißt? Wo ist sie? Keine Spieche mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um deine Probleme kümmern? Alter, ich will das nicht. Das ist... Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Arcadia Bay's least wanted. Schuldigen? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Was? Jetzt müssen wir die Akten lesen, oder? Oh, nee, ey. Oh. Erstmal, wir haben eine Nachricht gekriegt. Mama hat geschrieben. Uhr. Das zieht sich noch. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Wartet nicht auf mich. Liebling, wir verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles okay. Okay. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh je. Yeah. Untersuchen. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Rechte Verdächtiger, Frank. Frankie B. 1,85, 86 Kilo. Details. Inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay vom 23. bis 25.05. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkte wegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Tja. Okay. Also nicht. Sheldon. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Sheldon Peak. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Nein. Als ja, führen Sie bitte Datum Anklage an. Anstellung gleichbleibend. Einkommen im letzten Monat 1775. Schichtleiter. Kommentar des Beamten. Sehr kooperativ. Keinen Termin verpasst. Unterschrift. Entlassen. Okay.
I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Ist das? Geralt Scott. Vereinbarung, Rechtserklärung. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt. Anklage illegaler Verkauf gestohlener Waren. Schuldig. Nicht schuldig? Schuldig. Ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Initialien GS. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Unterschrift des Angeklagten Geralt Scott. Hier war doch noch eine Akte, oder? Achso, die können wir nicht mehr, haben wir angemalt. Nehmen wir wohl Geralt Scott. Hm? Wer ist Geralt Scott? Frankie? Sheridan? Na. So. Frankie ist es nicht. Sheridan ist es nicht. Wer ist denn Thunder? Eine Akte übersehen? Frankie. Das war Frank. Frank? Das ist doch Frank. I've been learning a hell of a lot about Frank lately. Frank. Das war falsch. Frank? Sheridan? Wer ist das denn? Wie hieß der denn? I guess I'm lucky James keeps so much info at home. I agree to aid the courts on future cases. Geralt Scott. That could be seen as a little snitchy. Snitchy. Geralt Scott. Computer. Den Computer untersuchen. Oh, man. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Wir lesen mal, was der Typ hier... Polizeibehörde, Verdächtigenprofil. Rodney Sears. Alternativname Thunder. 1,97 groß, 109 Kilo. Ja. Innenseite linker Oberarm. Wenn der Donner dich nicht erwischt, dann der Blitz. Wenn der Donner dich nicht erwischt, dann der Blitz. Inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay. Verdacht auf Drogenhandel. Freigelassen nach Befragung durch Wachtmeister Ernie Jates. Wird als äußerst kooperative Informationsquelle bezüglich öffentlicher krimineller Aktivitäten beschrieben. Check. Thunder. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Von Sarah an James. Treff. Der Flash. Ist das wirklich vom Flash? Also, passt. Es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park gesagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es, Sarah. Zum Glück nicht. Haben wir schon gelesen. Okay, Sander. Was passiert hier? Merken wir uns die Information oder was? This guy let me into the mill. Cool dude. Wir hätten auch liegen können. Dann da ist der Spitzel. Scheiße, das macht Sinn. Kannst kaum erwarten, mich um ihn zu kümmern. Dann bleibt nur noch die übrig. Zeig mir, dass du mein Geld hast und ich sag dir, wo wir uns treffen. Da bleibt nur die Übergabe. Alter. Payment? Fuck. Geht so in die Hose.
dein Geld. Schick mir ein Foto und wir sind startklar. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Du mich veralbern? Sägemehl? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Was für eine korrupte Nummer hier alles ist, ne? Hat er nicht. Herr Staatsanwalt. Holy shit. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel bereit zur Abgabe. Zum Abgang, bereit zum Abgang. Und hier ist dein Mädel bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. Nee, gekidnappt. Was passiert hier? Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Ich will den Job nicht beenden. Die gehen? Lass es ab, lass sie gehen. Kalte Füße, wie? Der ist das alles echt neu. Wie wär's damit? Ich leg dir ihre Leiche vor die Tür. Bring mir das Geld, dann können wir reden. Eskalation! Holy shit. Heilige Scheiße. Does James even know what he's doing? Okay. I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Wir müssen da nicht hin. Was, Chloe? Wer hat gefragt? Elliot? Hey. Was macht der denn hier? Elliot. Wir müssen jetzt aufhören. What are you doing here? Wir müssen jetzt aufhören. Ich habe da so ein Zeichen gesehen unten. Das heißt, der speichert. Did he really just follow me here?